Hallihallo, liebe Eishockey-Freunde, einen wunderschönen guten Abend aus Rosenheim. Ja, so haben mich noch nicht so viele Leute gesehen. Es gibt eine neue Episode, gibt es bei mir. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach. Es gab so viele Anfragen von euch da draußen, von Hobby-Torhütern, von Eltern, deren Kinder spielen im Tor. Und da kam dann immer wieder die Frage auf, wie ziehe ich was an? Was brauche ich eigentlich als Torhüter für Ausrüstung? Was ist wichtig? Auf was muss ich achten? Und dann habe ich so oft immer zurückgeschrieben. Und jetzt dachte ich mir einfach einmal, ich zeige es euch in verschiedenen Videos, denn ich habe mich da mal erkundigt, auch auf YouTube. Da gibt es nicht so eine große Auswahl, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen machen wir uns jetzt peu à peu, tun wir uns jetzt da immer quasi Vorarbeiten zur kompletten Ausrüstung. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt da draußen, ihr könnt es mir jetzt natürlich stellen. Ich versuche euch die Fragen so gut wie möglich zu beantworten, aber das ganze Video kommt dann selbstverständlich auch auf YouTube. Okay, hören tut mich jeder. Hinter der Kamera ist Schlotti88. Sehr gut. Und ich habe auch ein brandneues Mikrofon, wie ihr sehen könnt. Das heißt, habe mir keine Kosten gescheut. Hier, Mikrofon ist da, bin jetzt verkabelt. Das heißt, der Ton sollte für euch zu Hause noch besser sein. Genau, wenn irgendwas wäre, wenn das Ton nicht passt, bitte gleich. Genau, wenn der Ton irgendwie nicht okay sein sollte, dann schreien. Okay, es geht los. Ich habe mich jetzt schon warm gemacht und so weiter. Ich meine, da gibt es ja im Netz sehr, sehr viele Beispiele. Warm machen, Torhüter, Dehnübungen und so weiter. Da gehe ich jetzt vorerst mal nicht drauf ein. Könnten wir aber auch mal könnten wir noch machen. Episode machen, wenn es gewünscht wird. Richtig. Können wir auch mal so ein Warm-up für den Goalie machen. Ganz genau. So ist es. Aber jetzt sind wir erstmal bei der Ausrüstung. Daumen hoch, hören uns alle, oder? Genau, bis dato nur nichts geschrieben. Okay, gut. Wir fangen an mit der Unterwäsche. Unterwäsche zu meiner Zeit, T-Shirt, irgendwie so kurze Legging, kurze Hose angehabt, das war's. Wie ihr jetzt hier bei mir sehen könnt, hat sich an der Unterwäsche, finde ich, enorm viel getan. Das ist jetzt eine spezielle Bauer-Unterwäsche, für Torhüter. Schaut ein bisschen basic aus, ja, erkläre ich aber auch, warum ich die gut finde, beziehungsweise was ich an denen besser finde als an der normalen. Also grundsätzlich an alle Hobby-Torhüter oder auch Eltern da draußen, alles, was ich euch zeige, ist nur ein Vorschlag, okay? Es gibt verschiedene Firmen da draußen. Ich bin ein absoluter Bauer-Fan, deswegen habe ich auch das meiste von Bauer. Aber es gibt natürlich viel mehr gute Companies da draußen, wo man das auch sich kaufen kann. Das ist jetzt hier von Bauer, diese Unterwäsche. So, die hat hier verschiedene Pads. So, warum, wieso, weshalb? Zum einen hast du einfach, ich setze mich mal hier hin, hast du einfach einen besseren Schutz. Vor allem an den Knien und an der Innenseite der Hose hast du auch nochmal einen Schutz. Also wenn man da drauf mal näher hingeht, das ist richtig soft, das ist sehr angenehm. Vorteil an diesen Dingern, du hast einfach einen besseren Schutz. Also du bist doppelt geschützt, weil es kommt dann noch der eigentliche Schutz auch noch drüber. Aber für mich als ehemaliger Profi-Torhüter kannst du da auch noch ein bisschen an Körpergröße dazu gewinnen. Denn wie der Schlotti sehen kann, die sind hier ungefähr 1-2 cm dick. Kann man das erkennen? Sehr gut, ja. Und diese 2 cm machen am Ende einen brutalen Unterschied aus, geht der Puck an meine Schultern oder nicht. Richtig gehört Schultern. Jetzt gehe ich ja mal aufs Eis. Jetzt knie ich mich hier mit diesem Schutz auf die Knie. Zum einen tut es weniger weh, aber zum anderen kann ich so 1-2 cm dazu gewinnen, um einfach noch größer im Tor zu wirken. Wenn ich die Teile nicht habe, ich weiß, dann ist es um 1-2 cm bin ich einfach ein bisschen kleiner, aber das macht im Profibereich einen großen Unterschied. Das einmal zu den Knien. Und selbstverständlich, es trägt sich sehr, sehr angenehm. Ich habe mit denen immer sehr, sehr gerne gespielt. Wenn ich mal einen Schuss aufs Knie bekommen habe oder Oberschenkel Innenseite, das kennt jeder Torhüter, wenn er mal die Hose nass ist und schwer wird, dann wird der Schutz, rutscht dann da auch, ist einfach noch ein besserer Schutz.
Ja, sollte man sich auf jeden Fall hauteng kaufen. Hier hat man dann einfach noch die Möglichkeit, diesen Klettverschluss aufzumachen, weil man einfach dann auch noch den Stutzen dran kleben kann. Ich bin jetzt überhaupt kein Freund davon, ich persönlich. Die Dinger sind für mich nur optisch, denn ich habe das nie verwendet. Da kommen wir später noch drauf. Gibt es Torhüter, die klemmen dann hier quasi den Stutzen ein. War für mich immer furchtbar, weil dann der Stutzen gerutscht ist. Dann ist das Ding wieder aufgegangen, dann musste es wieder durch die Hose zumachen. War jetzt für mich, war ich überhaupt kein Fan von. Gut, kommen wir zum Oberteil. Oberteil im Endeffekt genau dasselbe. Wir haben wieder einen Schutz hier auf der, was ist es? Leiste. Leiste ist unten. Brustseite, Brustrippen, Rippenschutz, genau. Leiste ist hier unten. Rippenschutz. Jeder kennt es, der Brustschutz vorne ist er sehr, sehr gut geschützt, doch manchmal in der Bewegung rutscht der Brustschutz rum, vor allem wenn er nass wird, dann hat man da einen zusätzlichen Schutz. Das Wichtigste, Halsbereich und Schlüsselbeinbereich. Torhüter kennen es ohne Ende. Wir werden die nächsten Episoden es euch dann auch näher bringen. Dieser Schutz ist einfach ein zusätzlicher Schutz, dass du, wenn, wir kennen es alle, beim Brustschutz ist ungefähr 1-2 cm hier frei. Das ist einfach so. Das werden wir aber dann bei den nächsten Episoden euch auch erklären, warum, wieso, weshalb. Ist einfach ein zusätzlicher Schutz, dass du hier einfach vom Schlüsselbein besser geschützt bin. Und was natürlich auch wieder hier der Fall ist, Eishockey-Torhüter da draußen, der Brustschutz ist wieder um 1-2 cm automatisch auch höher. Weil der liegt natürlich hier drauf. Ich weiß, das sind nur 1-2 cm. Viele sagen, ja gut, ist doch wurscht. Aber ich sag's euch, im Profibereich 1-2 cm größer zu wirken im Tor oder dass du tatsächlich größer bist, das kann am Ende ein Safe oder eben ein Gegentor ausmachen. Sieg, Niederlage, brauche ich euch nicht erzählen, was es ist. Dann hast du hier vorne noch einen Schutz am Hals. Das ist oft dafür gedacht, es gibt Torhüter, die spielen mit einem Plastikschutz, manche ohne. Vor allem die, die ohne Plastik-Halsschutz spielen, ist natürlich hier an der Halsgegend das nochmal, ja, so ein kleiner Puffer. Also, ja. Ist jetzt einmal so. Deswegen ist das für mich, ich habe mir von dieser Unterwäsche auch gleich 6 Stück gekauft, weil ich absoluter Fan davon bin und total überzeugt bin davon. Diese Unterwäsche vom Bauer gibt es aktuell nicht mehr, weil das ist schon alte Kollektion. Mir wurde aber gesagt vom Bauer, die sind an einer neuen Kollektion dran, die kommt zur neuen Saison dann auch raus. Kosten, ich müsste lügen, ich glaube roundabout 100 Euro. Oder 120 Euro, oben und unten. Ist jedem selbst überlassen, ob es ein Wert ist oder nicht. Und genau. Eine Frage dazu. Annika Both schreibt, ab welchem Alter bei Kindern macht diese Unterwäsche Sinn? Nein, ab welchem Alter macht die Unterwäsche Sinn? Ich glaube, da gibt es kein Mindestalter, weil ja, es ist einfach eine Sache, will man sich das leisten oder nicht? Punkt. Weil es ist ein zusätzlicher Schutz. Ich sage jetzt mal im Kinderbereich, da geht es jetzt noch nicht um die 1-2 cm Tor oder Nicht-Tor. Da ist natürlich der Schutz des A und O. Da geht es wirklich darum, will ich mir das leisten oder nicht. Nochmal, es ist kein Muss. Es reicht auch einfach das normale T-Shirt. Es reicht auch die ganz normale Boxershorts, wie ich es früher auch gespielt habe. Nur seitdem ich eben das kenne, ich würde nie mehr wieder, ja, mit einem anderen Teil spielen. Gut, okay, weiter geht's. Also, Unterwäsche erklärt. Dann nächstes die Socken. Socken. Ich habe immer, oder ich spiele nach wie vor immer mit diesen langen Socken. Noch ganz kurz, was kostet die Unterwäsche? Aber gerade gesagt. Roundabout. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es natürlich damals zu meinem Verein immer dazu bekommen. Ich habe die nie selber zahlen müssen, weil wir natürlich gesponsert waren. Ich habe mal, glaube ich, mich informiert in irgendeinem Katalog, aber es waren auch Dollar. Ich glaube, es waren 100 Dollar oder was. Aber bitte nagelt mich da nicht an die Wand. Da müsst ihr bitte selber nochmal googeln oder schauen, weil nicht, dass jetzt ich sage 119,95 und dann kommen die ersten Kommentare. Nee, ist nicht so. Also roundabout. Bitte nagelt mich nicht fest.
Okay, dann geht's weiter mit Socken. Socken ist auch so eine Thematik. Ja, kurze Socken, lange Socken, wie auch immer. Das ist einfach eine Typsache. Ich war immer Freund von diesen dicken Socken. Und diese Socken habe ich dann sozusagen immer ganz hochgezogen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil, wenn ich die nämlich da hochgezogen habe und mache dann da oben quasi so einen Kragen, so einen Kranz drum, dann rutschen diese Teile nicht nach unten. Ach so, ich rede zu laut. Ich glaube, zu laut. Ich rede zu laut. Ja, das musst du mir doch sagen, ich habe da das neue Teil dran. Ja, hier hat gerade einer geschrieben, Pegel mal dein Mikro. Pegel mal, ja, ich rede zu laut. Ja, du redest sehr laut, aber nachdem du das Mikro hast, werden wir das nicht brauchen. Okay, passt. Okay, ich rede leiser. Entschuldigung. Es kommt Jetzt ist vom, super. okay, es kommt vom Moderieren. Sorry, ich war zu laut. Ich habe es vergessen. Ich habe das neue Mikrofon dran. Okay, wir machen weiter. Sockenthematik. Socken habe ich quasi immer die dicken verwendet. Warum? Das ist einfach eine, da gibt es jetzt auch wieder besser oder schlechter. Das ist eine Gefühlssache und ich würde sagen, jedem das seine. Ich habe immer die langen, dicken Socken hier in dem Fall verwendet, weil ich kann dann die Socken, das ist vielleicht dann entscheidend, Schlotti, wenn man, ich kann die Socken hier oben einmal umstülpen und somit schützt mir quasi dieser doppelte Kragen, dass diese Knieschoner nicht rutschen. Und das ist eigentlich der einzige Trick dabei, warum ich eben da mich für die langen Socken entschieden habe, damit diese Teile, ich kann hier runtergehen, ich kann mich bewegen und auf dem Eis rutscht einfach nichts, weil der Socken aufgrund dieses Bunds immer so bleibt. Okay. Und deswegen, genau, Socken. Gut, dann kommen wir weiter. So, da ist die ganze Wundertüte. Mal gucken wir mal rein. Das ist ja wie an Weihnachten, was es da alles noch gibt. Sag Ja, mal. so, Tiefschutz. Weiter geht's. Tiefschutz. Ja, Tiefschutz, da gibt es natürlich auch wieder, da habe ich meine größten Bedenken, weil viele, viele Eishockey-Torhüter zu mir da draußen mich angeschrieben haben, ja, geht auch ein Spieler Tiefschutz? Nein. Es geht natürlich kein Spieler-Tiefschutz. Das ist hier mein Torwart-Tiefschutz. Der ist natürlich riesig, der ist fett, der ist groß, muss er aber auch sein. Ich sag's euch, denn wenn die Schüsse mit 160, 170 km/h daherkommen, ihr wisst das selber, hier kann man den aufmachen, kann man das Teil dann natürlich auch rausnehmen. Warum man das kann, weiß ich gar nicht. Ich habe es noch nicht einmal rausgenommen. Schaut natürlich brutal fett aus, aber ich sag's euch, das ist eines der wichtigsten Schutzmaßnahmen, die wir haben für uns Torhüter. Und wie oft der mir schon den Allerwertesten gerettet hat. Ja, wichtig, Torhüter, Tiefschutz, der ist einfach breiter, der ist besser gepolstert. Wenn, ich habe jetzt meinen Spieler-Tiefschutz für euch mit dabei, nur damit ihr mal den Unterschied seht. So, das ist so. Das ist so ein typischer Spieler-Tiefschutz, okay? Also wenn ich mir jetzt den anziehe zum Vergleich, ich meine, okay, keine Frage, es Wird ist seinen Sinn schon machen, richtig, der macht seinen Sinn, aber leisten ist da halt mal. aber der Unterschied, ich meine, seht ihr selber, ich würde nie jemandem empfehlen, nur mit dem Spieler-Tiefschutz ins Tor zu gehen. Sage ich euch ganz ehrlich, im Kinderbereich ist es noch was anders, weil die Kinder natürlich noch nicht so hart schießen können. Ein Achtjähriger oder Neunjähriger braucht jetzt noch nicht hier einen Torwart-Tiefschutz. Aber spart es da wirklich nicht. Also das kann ich euch nur empfehlen, denn ihr seht selber den Unterschied, vor allem in der Leistengegend, da ist viel mehr frei. Wenn da ein Puck reinknallt, dann Halleluja, dann hast du andere Probleme. Deswegen ziehen wir auch den wieder aus, weil den braucht man nicht. Also Spieler-Tiefschutz, ich sage mal, ja, im Seniorenbereich hat der Spieler-Tiefschutz als Torhüter nichts mehr verloren. Dann geht es weiter. Also Tiefschutz, der ist hier dran. Dann Straps. Ich habe jetzt hier, den habe ich schon, keine Ahnung, 8 Jahre, aber ich liebe diesen Straps. Straps tue ich dann hier drüber. Für mich war es immer angenehm, dass ich den Straps nicht hier drauf gelegt habe. Warum? Der rutscht dann eben so brutal.
Ich habe das einfach als Torhüter total unangenehm empfunden, wenn ich mich bewege und während der Bewegung habe ich schon gemerkt, das Ding irgendwie hängt jetzt hier unten. Dann musst du wieder in der nächsten Unterbrechung musst du wieder reinklangen. Deswegen hier kleiner Tipp von mir. Ich habe den Straps immer oben rein, also oberhalb vom Tiefschutz. Da ist auch eine kleine Mulde drin. Und wenn man natürlich das Sixpack hat, dann ist die Mulde noch ein bisschen größer. Da habe ich ihn einfach immer drin versteckt und dann kann der auch nicht nach unten rutschen. Das war dann noch zuvorhin zurückzukommen. Gibt es irgendwelche Fragen, Schlotti? Na, aktuell nicht. Eine Frage war nur mal drin, ob du bei Gewaltschüssen mal Angst hattest. Eigentlich nur, wenn wir im Hobbymannschaft waren und ich habe mal geschossen. Wenn der Schlotti geschossen hat, habe ich Angst gehabt. Hör mal, da wächst kein Gras mehr. Nee, Angst habe ich nie gehabt, weil du wachst ja als Torhüter mit den Schüssen quasi mit. Also wenn ich 8 bin und bin im Tor, dann schießen die ja für mich für als Achtjährigen auch schon hart. Aber wenn du dann in die Pubertät kommst, dann gewöhnst du dich einfach an die Schüsse. Und klar, ich sage jetzt mal, wenn jetzt damals ein Sascha Gotsch auf mich geschossen hat, das hat natürlich dann noch mehr anders gebrannt. Aber Angst, nein, Respekt, ja. Vor allem, wenn man Timo Pielmeier denkt, heuer, der hat ja die Scheibe ist stecken geblieben Ja. und Platzwunde. Also ich meine, das ist schon Und da hat noch nicht der Ovechkin geschossen. richtig. Okay, ich bin also Fan vom Oldschool Straps. Warum? Ist einfach auch wieder so Gewöhnungssache. Da gibt es dann noch die Sachen hier, dass man irgendwie diese Stutzen. Es gibt auch viele Torhüter, die nehmen keine Stutzen her. Für mich kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin ein absoluter Fan von Stutzen. Warum? Weil die halten meine Knieschoner zusammen. Ich habe mal, weil du gerade Stutzen sagst, ich habe mal, als ich bei den Pfeifen war, schon ein paar gesehen, die sind hinten komplett nackt. Ja. Die Wade sieht komplett raus, die haben nicht mal. Kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist sicherlich jedem das Seine. Auch nochmal hier, also ich betone das wirklich nochmal des Öfteren. Das hier ist einfach meine Vorgehensweise. Okay, das heißt jetzt nicht, dass das die beste ist. Überhaupt nicht. Da gibt es bestimmt verschiedene Variationen oder Überlegungen, wie man das machen kann. Das Allerwichtigste für uns Torhüter, du musst dich da draußen wohlfühlen. Okay? Nicht jetzt nur, weil ich das gesagt habe, das machen. Ich kann es euch nur empfehlen. Machen müsst ihr es dann letztendlich selber. Wichtig, Knieschoner. Ich habe hier so richtig, richtig fette Knieschoner. Die sind vor einigen Jahren an mein Knie, an meinen Fuß angepasst worden, sind auch verändert worden, sind da so Carbonplatten drauf gemacht worden als Schutz. Sehe auch immer noch sehr viele Hobby-Torhüter, die keine Knieschoner haben. Bitte auch da nicht sparen. Also wirklich, wenn es ja da, dieser Schutz, okay, langt nicht, wenn ihr das hier nicht habt. Also nicht, dass ihr jetzt meint, wenn ich jetzt die Unterwäsche trage, brauche ich den Schutz hier nicht mehr. Nein. Knieschutz drüber anziehen, hier über mein Knie platzieren. Also wie gesagt, diesen Knieschutz gibt es so nicht zu kaufen, weil der damals auch speziell angefertigt worden ist an mein Knie. Da mache ich den hier so zu, habe hier eine bewegliche Platte drauf. Es ist auch immer entscheidend, dass die beweglich ist, weil wenn ich auf dem Eis bin, das zeige ich euch gleich mal. Schlotti, du schreist, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Jawohl. Logisch auf der linken Seite. Dasselbe hier nochmal. Mach hier zu. Gibt es eine perfekte Torwartgröße oder ist das alles Training und Erfahrung als großer kleiner Torwart? Also, perfekte Torwartgröße gibt es nicht. Ich bin ein Fan von großen Torhütern. Warum? Ich kann es auch ganz einfach erklären. Der große Torhüter deckt, ohne dass er besser ist, dass er leichter ist, dass er schwerer ist, dass er schlechter ist, unabhängig von dem Kleinen mehr vom Tor ab. Das heißt jetzt nicht, dass es ein Kleiner nie schaffen kann. Ich meine, Jonathan Quick oder Robert Müller, das waren sensationelle, geile Torhüter. Nur aus jetziger Torwarttrainersicht ist es natürlich so, dass ein größerer Torwart mehr automatisch vom Tor abdeckt und eben ohne dass er besser ist, mehr halten kann. So. Ja, du warst, wie groß bist du? 1,89. Hier, so auf den Bildern sieht man schon, also trotz der Position mit dem Kopf über der Ich habe Torwand. natürlich schon versucht, Schlotti, immer mich gut zu positionieren, aber schön, dass du die Wall of Und Fame. ich muss natürlich sagen, hier auch ganz klar, wärst du
10 cm kleiner würdest du den Puck hier nicht halten. Eben, alles richtig schon erkannt. Ja, nee. So, ich setze jetzt auch mal mein Cappy hier auf. Gut. So, Cap hast du auch immer aufgehabt, oder? Beim Umziehen. Eigentlich immer Cap. Ja, immer Cap. Okay, Knieschoner. Knieschoner, enorm wichtig. Sollten Kinder auch schon Knieschutz tragen? Ja. Auf jeden Fall. Kinderknieschoner sind wesentlich nicht so steif. Also sie sind das, die bilden schon einen Schutz. Die sind jetzt hier nicht so fett wie bei mir oder wie bei den erwachsenen Torhütern. Aber dennoch finde ich, dass die Kinder auch schon einen tragen können. Die sind wesentlich kleiner, die sind viel flexibler. Aber ich zeige euch das einfach mal ganz einfach erklärt. Wenn ihr hier runter geht, warum locker? Die sollen sich nämlich dann eigentlich mit dir mitbewegen. Wenn die hier so steif dort bleiben, ihr seht selber, dann ist hier unten immer noch ein Loch. Ich habe zwar da unten auch einen Schutz, einen doppelten Schutz, aber wir Torhüter wollen uns ja immer breit machen, so breit wie möglich. Das heißt, stellt euch vor, jetzt ziehe ich gleich meinen Stutzen an, ich habe mein Five-Hole da, dann ist natürlich dieses Five-Hole aufgrund dessen, dass ich so einen dicken Knieschutz habe, viel, viel kleiner und für den Spieler schwieriger, ein Tor zu erzielen zwischen meine Beinen. Hingegen machen wir mal einen Vergleich. Kurze Zwischenfrage. Ja. Hat jetzt nichts mit den Schienen zu tun, aber trotzdem meine Frage, ich kam jetzt zweimal. Sieht man als Torhüter den Puck mehr oder ahnt man eher die Flugbahn? Man ahnt eher. Also bei bestimmten Schüssen. Ja, also Torhüter, die sagen, dass du einen 170, 180 km/h Schuss sehen kannst. No way. Antipitation. Okay, also rein. Ja, das ist einfach das Auge lernt mit. Also das ist einfach eine Reaktion vom Auge. Die Geschwindigkeit, die ahnst du einfach. Dass man den sieht, nein. So, hier sehe ich den Unterschied, Schlotti. Knieschutz. Ja, es ist ein Schutz. Aber ihr seht selber, mit Knieschutz, ohne Knieschutz, ich decke viel mehr vom Tor ab. Vor allem das Five-Hole wird viel kleiner und durch den Schutz schütze ich natürlich, das Wichtigste, erstmal mein Knie. Aber ich nehme auch ein bisschen an Masse weg von meinem Five-Hole. Ja, also, schaut viel anders aus. Und da gibt es auch wieder einige verschiedene Firmen da draußen, ist auch wieder so eine Gefühlssache. Ich sage immer zu meinen Torhütern, wenn ihr da reinschlupft und es passt, dann ist es der Richtige. Schaut da wirklich nicht auf irgendwelche Preise oder was spielt Henrik Lundqvist oder wie auch immer, sondern probiert das selber an und auch nicht vielleicht, wenn Mama, Papa sagen, der schaut cooler aus. Ach so, wichtiger Punkt. Mittlerweile fangen ja Firmen an, mit Neonfarben zu arbeiten und gelb und grün und weiß der Geier, dass das cool ausschaut. Mir persönlich ist es wirklich komplett egal, ob das Ding cool ausschaut. A, es muss passen und du musst dich wohlfühlen. Es ist wirklich komplett egal, wie das hier ausschaut. Das kann schwarz sein, das kann gelb sein, das kann magentafarben sein. Wirklich komplett egal. Es muss einfach passen. Und ich würde sagen, das ist auch für euch beim Kauf entscheidend. Reingehen, anprobieren, wohlfühlen. Wenn nichts zwickt und nichts kratzt, dann ist es schon mal korrekt, ist es gut. Gut, so schaut es also aus bei mir. Tiefschutz, Straps, Knieschoner und die langen Socken. Und dann habe ich drüber eben, soll ich die Rosenheimer auspacken? Ja, komm, ich pack die Oldschool Rosenheimer aus. Dann kommt das hier quasi einfach drüber. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil natürlich mein Knieschoner so dick ist. So, da lasse ich jetzt ein bisschen Luft, kann mich jetzt aber immer noch bewegen. Auf der anderen Seite genauso. Es ist nicht Düsseldorf, gell, liebe Düsseldorfer Fans. Alten Rosenheimer Farben. Wobei Rosenheim und Düsseldorf, das ist ja eh Fanfreundschaft. Ja. So, und dann ziehe ich den hier drüber. Ja, hier schreibt auch, Felix Ackermann schreibt auch, es ist wichtig, einmal ohne Knieschutz gespielt, Bewegung und ein Butterfly und den Puck in die Knieschleife bekommen. Schmerz des Lebens.
du, wie du dir die kleine Zehe an der Türkante rammelst. Ja, aber dann ist noch gut ausgegangen. Ich kenne zwei Torhüter, Kniescheibenbruch. Vorbei. Ja, na, nicht vorbei, aber bist halt erstmal ein paar Monate außer Gefecht. Kniescheibenbruch. Genau. Alle auch Kids. Ja. Lieber hier das Geld für die Knieschoner investieren als für irgendeinen mega geilen Schläger. Ja. Also Schläger, wir kommen da überall noch drauf, aber hier geht es um die Gesundheit von uns Torhütern. Egal jetzt, ob jetzt Kinder sind oder Hobby-Torhüter oder auch Damen-Eishockey-Torhüterinnen, da geht es wirklich, geht es mir um die Gesundheit. Und das ist das A und O. Und so schaut das Ganze für uns Torhütern aus. So. Und dann stehe ich so da. Genau. So schaut es dann eben aus, dass ihr auch sehen könnt, wie das dann eben mit den Stutz... Und hier habe ich halt dann eben meinen Straps dort. Ich muss euch ehrlicherweise gestehen, also da gibt es auch nochmal einen Trick für euch da zu Hause, weil viele Torhüter bei mir im Torwarttraining immer so sagen, ja, mir rutscht der Stutzen so runter. Es gibt dann ganz einfach einen Trick. Hier oben einfach 2, 3, 4 Mal überstulpen, damit der Stutzen einfach dicker wird. Denn wenn der Stutzen dicker wird, dann hat er einen noch besseren Halt in meinem Straps. Und dann geht er nicht mehr so leicht weg. Ja. Wenn ich jetzt den hier eben nur einmal rummache, hier, dann geht er leichter weg. Ja. Also das ist da vielleicht noch ein kleiner Tipp für euch. Einfach 2, 3 Mal drüber, dann ist diese Wurst da oben dicker und der Straps hält dann einfach viel besser. Ja, das war es jetzt einmal heute. Wie viel Uhr haben wir es denn? Oh, normalerweise, ja, mit Erzählen und so weiter. Ja, heute war es ein bisschen ausführlicher, weil wir ja heute... Aber es muss so sein, es muss so sein. Genau. Das ist jetzt einmal der erste Teil. Als nächstes kommt dann bei mir der Schlittschuh dran und dann erst die Hose. Das heißt, die nächste Episode wird dann stattfinden. In den nächsten Tagen werden wir posten, wann... bezüglich Schlittschuhe. Und das ist dann auch wieder ein sehr, sehr interessantes Thema. Was muss man bei den Torwartschlittschuhen achten? Man kann auch die Torwartschlittschuhe in den Ofen stecken bei 80, 90 Grad. Und dann kann man sie besser anpassen. Aber dazu eben in der nächsten Episode mehr. Da geht es dann eben nur um Torwartschlittschuhe. Heute, das war der Beginn. Also Unterwäsche, Torwarttiefschutz, Straps, Torwart-Knieschoner und eben die Stutzen und meine Socken nicht zu vergessen. Gibt es noch irgendwelche Fragen da draußen? Eine abschließende Frage noch. Ja. Hattest du bestimmte Rituale? Die fragen wir jetzt mal bezogen aufs Anziehen, denke ich jetzt mal. Bestimmte Rituale? Ja. Ich habe eigentlich immer alles zuerst mit rechts angezogen. Echt? Ja. Rechter Knieschoner, dann erst linker Knieschoner. Immer alles mit rechter Schlittschuh, linker Schlittschuh, rechter Schoner, linker Schoner. Das war ein Ritual und ansonsten Ritual, ja gut, ich habe da immer meine Tasche dabei, das ist auch mal, das ist noch meine Pittsburgh-Tasche, weil ich ja damals getradet worden bin nach Pittsburgh und da habe ich halt sehr viele, da darf aber auch nicht jeder reinschauen, da habe ich sau viele Sachen drin, die halt einfach wichtig sind, Blasenpflaster, verschiedene Grip-Tapes. Da kommen wir auch noch nächste Woche drauf, was diese Dinge zu bedeuten haben. Schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung? Nein? Ja, dann wird es interessant. Die brauchen wir nämlich für die Schlittschuhe. Und was darf natürlich nicht, was darf man nicht vergessen? Zack, hier. Da muss er ja auch immer gut ausschauen, gell? Nach dem Duschen. Deswegen ein kleiner Kamm. Nein, Spaß beiseite. Das war's also mit Goalie Equipment Teil 1. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch bei der einen oder anderen Stelle weiterhelfen. Dieses Video werden wir selbstverständlich auch auf YouTube hochladen. Dann könnt ihr euch das jederzeit anschauen, wann ihr wollt. Und die nächste Goalie-Ausrüstung-Episode Teil 2, wo es dann eben nur um die Schlittschuhe geht. Ich denke, wir werden das in dieser Woche noch machen. Donnerstag oder Freitag kann ich mir vorstellen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Schlotti88, der die Kamera geführt hat. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns die nächsten Tage bei Goalie-Equipment Teil 2, die Skates. Ciao for now.